Stein von George Grunz, dieser Alpine Power Plant. Also Dexter Gordon war dabei und Phil Woods und Herb Geller, Niels Henningsen Pedersen. Das ist wirklich Stars damals und heute auch noch. Und wie kriegt man sowas zusammen? Das ist eine Kombination zwischen die Ambrosetti-Familie in der Schweiz und George natürlich als Macher und die Freundschaft mit vielen Musikern. Und wie das oft ist, man sagt, okay, der und der macht mit, ah ja, dann bin ich auch dabei, natürlich. Und da ist dann, also dabei zu sein, ist alles. George war erstmal ein hervorragender Musiker, hervorragender, besser als sein Ruf. Der hat nicht einen schlechten Ruf, aber er war nicht so, George Grunz, wow. Und George war in seiner Art, der war so lieb und so nett, das war fast suspekt. Weil er ist ein ganz toll aussehender Typ und er war immer wieder gelächelt, hat schon wieder freundlich und alle wieder so positive Energie gestrahlt. Und dann hat er gesagt, was ist hier los? Das kann nicht stimmen. Das ist einfach zu lieb. Und das ist ein falscher 50er. Aber dann irgendwann, das stimmt alles. Der war wirklich so. Und er hat diese Energie immer wieder ausgestrahlt. Auf die Bühne und auch hinter die Bühne. Das ist nicht ein wunderbar gemacht, das ist ein schönes Bild. Ja. Super, ne? Mit Tieren und so, in verschiedenen Farben, super. Das können die Schweizer gut. Mal gucken. Ja! Oh, ja, hier ist die Band. Eddie Daniels, Phil Woods, Saeb Shahab, Herb Geller, Dexter Gordon, Flavio Ambrosetti, Franco Ambrosetti, Woody Shaw, Tushko Gojkovic, Benny Bailey, Virgil Jones, Eric Kleinschuster, Jigs Wiggum, Hi Baby, Oka Pearson, Bruno Eckertus, Niels Henning, Daniel Vermeer und George Grunz. Das war, also es gibt ein super, das aus dieser Begegnung, das ist in der Franco Flavio Ambrosetti. Und damals haben die sämtliche Felgen für Fiat produziert. Das bedeutet eine Menge Kohle, eine Menge Geld. Und der Flavio, der besitzt in Lugano, aber nicht unten in Lugano, oben in den Berg, der besitzt einen ganzen Berg. Wir waren im Studio und es war ein Akustik, war in keiner Halle irgendwo. Die haben schon aufnehmen wollen, das ist diese Platte. Und das ging gar nicht. Das ist alles so viel haarig und alles so Mischmasch. Und Flavio ist schon wie ein erfolgreicher Geschäftsmann aufgestanden und sagt, nee, das geht nicht. Nein, komm. Also Anekdoten. Und wir kamen hin und in diesen, er muss erstmal mal auf den Berg unter oben, das wohnt auf, was weiß ich, 1500 Meter höher, Riesenvilla. Ich habe auch drei Riesenvillen. Seine Mutter hat dort gewohnt, und auch so ein fast so groß Villa. Und auf der anderen Seite war ein Hof und war auch ein Gebäude. Aber das war eine Sammlung von Ming-Dynastie. Und wir haben dort auch aufgenommen. Und der Flavio sagte: Hier, die Bar ist da, für die bedient euch. Das war ein Riesenfehler. 5-6 Stunden aufgenommen, war wohl alles okay. Und dann war Feierabend. Könnte einige nicht mehr spielen. Und er sagt, okay, und morgen kommen wir wieder hin und aufs Hotel übernachtet. Herr Flavio sagt, Gentlemen, the bar is closed today. Das war es.